Kollege Benedikt hat sich wieder etwas überlegt für mich. Eine Überraschung zum Testen. Ein Küchengadget. Tadang. Ein neuer Vorratsbehälter. Geht schon in die Richtung, ja. Schau. Aber da ist irgendwas drin. Da kann man die Motten aussieben. Das wäre praktisch, ja, aber... Wenn Sie eine Packung Linsen mit Motten kaufen, wird es ja automatisch ausgesiebt und Sie können es hier entsorgen. Nein, kann man nicht, weil das ist zu spannend. Das ist sehr witzig. Was ist das? Ein Vorratsbehälter mit einem integrierten Sieb? Ja, nicht schon. Aber es ist, wenn ihr schaut, dieses Sieb relativ groß, diese Löcher da drin. Was will ich, dass da durchfällt? Gib mir einen Tipp. Ist es was Salziges oder was Süßes, was ich Salziges da reingebe? Also es sind verschiedene Dinge. Du könntest theoretisch auch was Süßes reingeben, aber... Kann ich gleich meine frisch gekauften Essiggurken hineinleeren und das Wasser abseihen und die kann... Genau. Nein! Ja! Ich bin so gut! Echt? Nein! Er hat es Was? Das ist ja cool. Und das Wasser bleibt unten drin? Genau. Und warum? wenn du es dann, damit es frisch bleibt, drehst du das Glas dann, wenn es zu ist, um. Und dann ist wieder die Flüssigkeit quasi in den umgibt die Essiggurken. Und wenn du eine rausgibst, dann drehst du es um und dann geht die Flüssigkeit weg und kannst eine rausnehmen. Also das ist einmal richtig lustig. Das heißt, wenn ich es jetzt im Kühlschrank habe, dann... Ist das schon zu? Ah ja, man dreht es zu. Gut. Dann ist es so. Im Kühlschrank ist es so, ja. Ja, doch durchaus Unterhaltungswert. Da kann man Zeitl davor sitzen, oder? So, jetzt entschließe ich, ich möchte eine Essiggurke essen. Nimm sie aus dem Kühlschrank und mach diesen hier. Krieg keine Essig... Muss ich in die Essigflüssigkeit greifen? Benedikt, das ist wirklich cool. Wenn das jetzt nicht 57 Euro kostet, ist das echt ein tolles Teil. Das kostet 20 Euro. Ist was für Liebhaber. Aber es hat wirklich, das behalte immer, das kriegst du nicht diesmal. Mir gefällt das. Ich würde dafür auch 20 Euro ausgeben. Weil es ist ja was für die Ewigkeit, so ein Essiggurkenglas. Gutes Investment. Bravo, Benedikt. Danke. Danke.